Die Stute Mantalik hat die Position bezogen. Girard kommt heran, die Rennfarben vom Gestüt Ebbesloh. Und dann ist Schilo außerhalb. Die Stute aus Weilerswist rückt jetzt ein. Alle Pferde in den Boxen und der Start. Erstes Rennpreis der Sandbahn-Spezialisten ist erfolgt an der 1500-Meter-Marke. Ganz außen Schilo, innen Jeföl und zwischen beiden Nepotin. Das sind gleich mal die ersten drei Pferde mit Lava Cake. Dahinter sieht man Girard. Vor ganz außen jetzt Mantalik. Am Schluss des Feldes Common Sense, der Gast aus Holland. Und so geht's gleich in die Gegenseite hinein. Die Spitze bei Schilo nimmt hier konsequent das Kommando. Schilo in der Gegenseite hat sich vor das Feld gesetzt. Drei Längen jetzt vor Jeföl. Dann sind es vier gefühlte Längen bis Girard. Mehr hinter Nepotin vor Mantalik in fünfter Position. Die anderen beiden Common Sense und Lava Cake sind hinter dem Feld. So sind die Pferde gleich in der Südseite. Die Spitze bei Schilo. Jetzt kommt aber Jeföl näher ran. Auch Girard ist auf dem Posten jetzt außen in der dritten Position auszumachen. Macht sich hier stärker bemerkbar. Dahinter bietet sich Mantalik an. Das Kommando aber innen weiter bei Schilo. Schilo marschiert. Schilo vor Jeföl an der Spitze. Dahinter Girard, Mantalik, fünfter Nepotin. Weit zurück Common Sense und Lava Cake. Die Pferde nähern sich der Zielgeraden. Schilo an der Spitze. Aber jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Angriffe. Jeföl da. Girard ist da mit Mantalik. Nepotin hat wenig anzubieten, ist nur fünfter weit zurück. Schilo ist jetzt geschlagen, denn Jeföl übernimmt mit Girard die Spitze, dahinter Mantalik im Nachsetzen. Girard stößt nach vorne, die Ebbesloher Farben vorbeigezogen an Jeföl, dahinter Mantalik sichert sich das dritte Geld, aber ist alles klar für Girard, alles klar für Girard, gewinnt hier mit Philipp Minnarik, Jeföl zweiter, Mantalik dritter, Schilo hat das vierte Geld, dann Nepotin vor Common Sense und schließlich Lava Cake.